So, hallo und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesitzung von Maites. So, ich musste hier gerade hören, ob hier überhaupt Geräusche sind, und es sind Geräusche. So, wir waren ja irgendwo da draußen beim Bauen der Mauer und da hatten wir uns ja Gedanken darüber gemacht, wie wir denn das mit den Zinnen machen wollen. Und da wollte ich ja eigentlich von euch eine Antwort haben. Allerdings. Hey Hundi. Irgendwie klappt es mit dem Hund da nicht so richtig. Der hängt da irgendwie in der Tür drin. Wir können das ja mal eigentlich. Eigentlich können wir den da mal rausschlagen, oder? So, kriegen wir das irgendwie hin, wenn wir hier sagen. Na? So, kommst du mal mit? Hundi? Gut, haben wir irgendwo Skelettknochen? Kann ich dich schieben? Nein. Bleibst du hier? Ah, wunderbar. Okay, jetzt ist er da wieder am Arbeiten. Dann. Ah ne, Moment, wo waren das? Da. Da. So, dann setze ich da das Holz wieder rein. Zack. Hey, hier. Wunderbar. Okay, und dann kannst du mal hierher kommen und dann bleibst du mal da stehen. Okay, die bleiben also stehen, die setzen sich nicht, so wie in meinem Craft. Gut, ist ja auch egal, wir spielen ja hier mein Klon. So, auf jeden Fall. So, wir wollten ja so sagen, so. So, also die Sache mit den Zinnen, die steht ja immer noch zur Diskussion, Disposition, Dis irgendwas. Das heißt, ich mache mir als allererstes mal Gedanken darüber, darüber haben wir ja immer noch unseren Steinbruch. Mache ich mir doch mal zuallererst Gedanken darüber, yay, Pool Party, Party, yay. Okay, also ich mache mir als erstes mal Gedanken darüber, wie wir hier nämlich weitermachen. Und was ich hier nämlich ganz gerne haben wollen würde, wäre, man muss ja irgendwie von innen nach außen kommen. Also, diese Befestigungsanlage, die müsste ja irgendwie gesichert sein und. Bist du ein Hund oder bist du ein Wolf? Du bist ein Wolf. Okay. Also wir müssen uns da irgendwie noch überlegen, dass wir hier Durchgänge reinmachen. Und der Punkt wäre ja wahrscheinlich jeden zweiten, oder? Also zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Dann hätten wir quasi so Säulendinger. Das wäre die eine Geschichte, die wir uns überlegen müssten. Die andere Geschichte wäre, dass wir hier vorne. Türmchen machen. Dazu würde ich dann, also vor allem nicht nur da vorne, sondern auch da hinten. Dazu würde ich dann mal gerne hier rausgehen wollen, genau. So. Okay, da haben wir die Kisten eingebaut, das ist auch in Ordnung. Und dann. Würde ich hier ganz gerne sagen, 1, 2, 3, 4. So, dann wäre das hier 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Eins, zwei, eins. Und dann könnten wir hier quasi einen Turm hochziehen. Eins, zwei und einen. Der wäre dann quasi hier schon. Und ich bin gerade am Überlegen, ob ich den nicht sogar noch einen weiter rausziehe. Oder ob ich hier nicht sage, das könnte man eigentlich fast so machen. 2, 1, 2. Uah. 1, 2 und 1, 2. 1, 2. So, und dann hätten wir hier vorne noch eine lustige Schießscharte. Wobei man da ja auch eigentlich immer in alle Richtungen Schießscharten haben möchte. So, und deswegen gehe ich jetzt hier mal da drauf. Also wir gucken uns das später nochmal an, wie das dann da jetzt eigentlich genau funktioniert. Zack und zack, zack. Hier würden wir sogar einen rübergehen jetzt. Zack, zack und zack. Und dann können wir das hier sogar noch einen weitermachen. Zack. Hier geht einer hoch. Da. So, und hier hätten wir dann wirklich einen kompletten. Also hier kommt einer drauf. Da und da. Und, na, kommst du vielleicht? Zack und. Zack. Und das ist sogar falsch, was ich da gemacht habe. Dann muss ich hier mal so sagen, fluff, fluff, aua. Aber halb so wild. Doch, vielleicht doch gar nicht so fatal. Warte mal. Habe ich eine Leiter dabei? Nein, habe ich nicht. So. Wie gesagt, die tummeln sich irgendwie alle im Wasser, warum auch immer. Und dann würde ich. Wir machen das eigentlich mit den Steinen so, oder? So, dann machen wir erstmal komplett und dann können wir ja immer noch sagen, wir hauen dann da die Lücken rein. Also die Lücken raus. Wir können ja erstmal den Turm komplett zumachen. Da spricht ja erstmal nichts dagegen. So, dann machen wir dich da drauf, dich da drauf. Und hier drüben geht es ja noch ein bisschen weiter. Ja, das ist ja auch wieder falsch. Genau. Dann müssten wir dich sogar wegmachen. Und dann müssen wir wieder nach oben gehen. Obwohl, haben wir Erde dabei. Ja, wir haben Erde dabei. Da würde ich die doch mal statt der Treppen nehmen. Damit wir da schneller hin und her schalten können. Zack, zack, zack. Und dann wäre da Stein, aber den brauchen wir gerade nicht. Und dann würde ich hier mal die Schaufel sagen. Super. Und dann würde ich hier Stein, Stein, Stein sagen. Stein, Stein. War doof, dass ich da hinten gehüpft bin. Okay, wir brauchen den nächsten. Eigentlich. Ich bin gerade ein bisschen irritiert, weil eigentlich sollte das mit den Inventory-Tweaks jetzt funktionieren bei mir. Also ich habe es mal getestet und da hat es gepasst. Ich weiß nicht, warum das jetzt auf einmal nicht mehr klappt. Ich habe nämlich die Inventory-Tweaks, also ich habe da jetzt nicht groß irgendwas rumprogrammiert, aber ich habe quasi einfach gesagt, hey, Default Package ist mir egal. Du brauchst kein Default Package. Das darf optional sein und dann haben sie auf magische Art und Weise bei mir plötzlich funktioniert, die Inventory Tweaks. So, und dann würde ich jetzt hier noch mal sagen, zack, und dann kann man jetzt hier sagen, zack, zack und na, fast, zack, 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 zack. Zack, 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 zack und zack. Schön.
Und da hinten schweben Säulen im Himmel. Okay. So, jede gute Burg braucht ja auch immer einen Ausguck. Deswegen haben wir das jetzt hier gemacht. Da unten ist natürlich wieder der sexy Hexi. Und da hinten ist Strand und da geht es auch schon wieder die Sonne unten. Genau, da geht die Sonne unten. So, und wir können jetzt dann mal von draußen oder von der anderen Seite gucken, ob wir das so haben wollen. Oder ob wir lieber zwei raus, ein rein, zwei raus, ein rein, da ist der Mond schon. Ich würde ins Bettchen gehen. Apropos Bettchen. Wir könnten ja auch an anderen Stellen noch ein bisschen mehr Licht machen. Gute Nacht. Guten Morgen. Dankeschön. So. So, was wir da ja noch machen könnten, also jetzt fangen wir erstmal an mit der anderen Seite. Dazu müsste ich ja wieder einen runter. Ah, das machen wir jetzt. Ach, Leiter habe ich immer noch nicht. Okay. Ich würde ganz gerne. Das können wir hier eigentlich auch anders ausprobieren. Warte mal, ich würde hier jetzt ganz gerne mal. Okay, das wäre nicht so clever. Geronimo, bist du ins Wasser gefallen? Sieht fast so aus. Okay. Also, dann würde ich mal sagen, hier. Und hier. Und hier. So. Also, dann wäre das hier 1, 2, 3, 4. 5. Ich habe es vorher mit 4 gemacht. 1, 2, 3. 1, 2. Ja, das ist so ein bisschen die Frage gerade. Also ich würde das ja wirklich so haben wollen. So, ich mache hier mal die Erde weg. Also, ich würde jetzt auch gerne mal hier so ein bisschen eine Hülse bauen. Also, dann sagt man hier mal einen. So, das ist der Ansatz. Dann würde man hier. So, du gehst mal dahin und dahin. Und dann wärst du die Außenmauer. Und ich glaube, du wärst schon in Ordnung, ne? Zwei. 3 und dann wäre das hier noch 1, 2, 1, 2 und. Also wir haben hier 1, 2, 3. Der müsste aber nochmal so einen hingehen. So, und von da aus, da müsste ich ja fast wieder nach oben. Okay. Und zack. Okay. Also das hat mit den Tweaks irgendwie super funktioniert. Das finde ich jetzt gerade nicht so toll, aber okay. So ist es jetzt halt also. Das wäre ja eins. Warte mal. So. Du wärst der hier, genau. Du wärst quasi der. Dann heißt es, da könnte man schon die Erde reintun. Also, hier bitte. Zack. Ja. Okay. Dann wärst du der und da einen drauf. Das wäre auch in Ordnung. Da geht die Wand weiter und da geht die Wand weiter. Dann würdest du einen reingehen. Zack, zack. Dann hätten wir das geschafft.
So.